Willkommen back. Banglash, Blash King, keine Ahnung wie der bescheuerte Tiger heißt. Halt seinen Kopf sollen wir holen, aber da oben kann ich noch eine Quest abgeben, sehe ich gerade. Ich hoffe, das schaffen wir mit Entrennen, Klingenwirbel, Adrenalinrausch, Verschwinden notfalls, 40% von Zerhäckseln. Und wenn das alles auch nicht reicht, dann hole ich mal einen Kollegen ran. Aber es dürfte eigentlich klappen. Habe ich irgendeinen Trank? Ja, Mana-Trank, gut. Oder Nimels. Vier von diesen... Aha. Auf dann. Was soll ich machen? Gedankenauge. Oh, wieder in die Ogerhöhle oder was? Naja, erstmal Bangla-Spaß töten. Ja. Einfach dem Weg folgen, dann ist man auch gut dabei. Holt man keine Mobs, wird eventuell abgemountet. Und so spart man auch ein bisschen Zeit und muss die Map nicht so oft öffnen. Wasser hat zwar keinen Geschmack, ist aber doch wohltuend. Mein Gott, was rede ich für ein Scheiß? Kacke. Und was sind das immer für komische Statuen? Diese grünen Tiger. Wer hat die erbaut? Trolle glauben nicht an Statuen. Morlocks ebenso wenig. Okay, Trolle eigentlich schon, aber Morlocks nicht. Ah, können irgendwelche Trollteile sein. Ja. Was ich mich immer frage ist... wieso gibt es erstmal Hordentrolle und... Nee. Nee, das war gar nicht meine Frage. Sondern, wieso haben sich die Trolle so weit ausgebreitet? Sie waren zwar im Endeffekt das erste Volk überhaupt. Nee. Was es gab in WoW, aber... Deshalb muss man sich doch nicht so verbreiten. Und hier werden sie fast ausgerottet worden, im Schlingertal. Und aber... Deshalb muss man doch lange noch nicht... Ich halt die Fresse, ich habe keine Ahnung, was ich da für Mist rede. Vielleicht sollte ich erstmal nachdenken und dann reden. Naja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Weg folgen ist boring, mitten durchlaufen ist cooler. Sollte hier rechts von uns gleich so eine Anhörung kommen, wo wir dann den King des Waldes töten, was eigentlich immer der Löwe ist. Okay, nicht des Waldes, aber... Naja, König der Tiere halt, ne? Ich hoffe, jetzt kommt hier ein Hortland. Gibt mir hier ein One-Hit. Das wäre etwas peinlich. Stimmt, wurde er schon getötet. Oder habe ich ein Problem? Ne. 5577, ja, sollte machbar sein. Let's go. Ich hoffe, das wird was. Adrenalinrausch und den hier auch nochmal. Und den hier. Ich hoffe, das wird was. Sieht aber schon doch relativ gut aus für uns. Ausweiden. Und kaputt. Hey, ich habe eine zu dritt Quest alleine gemacht, als Schurke. Mann, ich bin Imba. Ausweiten und tschüss. Oh. Hey, hat sich aufgelöst. Jetzt haben wir seinen Kopf. Und dann holen wir mal das Gedankenauge.
wenn das sowieso auf dem Weg ist und wir da oben die Quest gerade bekommen haben, passt das schon, etwas zu eaten. Ne. Und das wollte ich auch noch ins Haar stellen alles. Ich bin ja so vergesslich. Wow, zu viel Gestrüpp. Mensch, Mensch, Mensch. Ups. Davon müssen wir noch 18 töten. Ich sehe schon die ersten Ogre. Vielleicht sollte ich auf den Verschwinden-Cooldown warten. Nein, nee, 40% Angriffstempo ist schon heftig. Shit. Nicht genug Energie. Oh, schon wieder Schluck auf. Ein Schluck auf, Kind. Und ausweiten. Wieso zum Teufel sind diese Ogre hier? Die haben gar nichts mit der Story zu tun. Meine Güte. Oh, ich habe Tränke. Wusste ich gar nicht. Den hätte ich vielleicht effektiver nutzen sollen. Dieser Trick. Passt doch. Stirb, Ogre. Ah, die Totems immer kaputt machen. Wichtig. Merkt euch das. Vor allem für die Jäger wichtig. Nein. Ich töte irgend so einen scheiß Mob, der droppt Seite 6. Meine Herren. Die hat mir gefehlt, für alle, die erst jetzt reingucken. Die hat mir bis eben gefehlt und ich habe sie mit einem Haar gekauft. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das für ein Shit? Holy Crapness. Ich droppe bestimmt gleich noch Seite 18. Wieso nicht? Alter Schwede. Gibt's hier gar nicht. Naja, bis jetzt ja noch nicht. Kettenblitzschlag bei einem Mob. Total. Magiestoff, der ist gut was wert. Ich muss hier aber irgend so ein Auge holen, wahrscheinlich beim benannten Mob. Dann behalten wir mal Entwaffnen vor erstmal frei und packen das dann auf den benannten Mob drauf. Weil das ist wichtiger. Benannte Mobs meine ich zum Beispiel, jetzt hier heißt irgendein Ogre, sagen wir mal, Uzul Igu oder irgendwie so ein Kram. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das sind halt diese Quest-Drop-Mobs. Schlag, Schlag, Schlag. Kann ich noch nicht tun. Hey, was zu eaten? Ja, sowas meine ich. Lord, Mosh oder wie auch immer. Schönes Ding. Schamane, nee, der sollte hier sein. Da. Adrenalinrausch hat aber noch Abklingzeit. Ach du Scheiße. Verschwinden ist frei. Passt. Oh fuck. Wie viel mein Leben stellt das her?
Und dann kämpfen wir uns einfach durch die Höhle. Anders geht's nicht. Kacke. Oh, der will casten. Ups. Bei solchen Fällen könnt ihr auch Entwaffnen benutzen. Weil sonst seid ihr tot. Also, immer Kampfanpassung. Muss man auch lernen. Den holen wir jetzt auch. Der ist eine potenzielle Bedrohung, wenn man so will. Hey. Wieso wollen alle Kettenblitzschlag machen, obwohl das total bescheuert ist? Da ist aber eine Kiste. Oh, ich dachte jetzt Seite 18, das wäre es ja gewesen. Erstmal ein bisschen Fleisch reinhauen. Das kann ich alles verkaufen. Das brauche ich noch. Das kommt auch in Sahara rein. Die Seiten auch, aber die packe ich wieder oben hin. Hey, LTF ist on. Naja, Wayne. Dann warte ich noch eben diese 20 Sekunden auf den Cooldown, weil dann gehen die Magier daneben auch kaputt. Boah, wie geil. Zum Glück habe ich die auch geöffnet. Einmal Brot, Golddorn, 2 Gold ist einer wert. Und das ist ziemlich viel. Mehr als die ganzen Kräuter in Nordend. Okay, jetzt kann ich aber anfangen. Oh Mist, nicht genug Mana gehabt. So. Der ist ausgenockt. Der hier auch. Oh, das tut mir leid. Da müssen wir uns mal entschuldigen. Sorry. Wollt es nicht klauen. Hat Spaß gemacht. Hab euch nicht gesehen. Ja, dann immer entschuldigen. Sowas ist scheiße. Jetzt müssen wir auf den Respawn warten. Pullen dann wahrscheinlich die halbe Höhle hier. Das ist dann auch wiederum gay. So, aber die Quests sind soweit fertig. Kann man schon mal abgeben. Beide auch nur oben beim Lager. Ich weiß ja, wo das ist. Muss nicht unbedingt jetzt jedes Mal die Map öffnen, aber zeitlich, glaube ich, passt das nicht. Naja, es wird knapp. Ach, diese Goblins. Ich weiß noch, wo ich hier auch noch gequestet habe. Das war noch Zeiten. Mein lieber Hoji. Der war noch Totenkopf. Oh, es wird verdammt knapp. Da hinten ist die Anhöhe und 40 Sekunden verbleiben mir. Ja, Großwildjagd muss ich eigentlich woanders abgeben. Ach, nichts unter Zeitdruck. Ich beende das dann hier. Bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn ich das abgebe, wieder. Bis dann, euer DRP. Ciao.